Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich mal ein Video machen, wie man sich ganz einfach, ja, ziemlich komplexe Passwörter merken kann und vergeben kann. Hat vielleicht nicht direkt was mit Linux zu tun, aber auch mit Sicherheit. Und passend zu der Weltmeisterschaft nehmen wir einfach mal Deutschland, 3, Argentinien. Ja, in dem Fall 1, Deutschland gegen 3, Argentinien 1. Das ist jetzt zum Beispiel ein Passwort, das kann man sich gut merken, hat Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen dazwischen und Deutschland 3, Argentinien 1. Was fehlt hier noch? Hier fehlen Sonderzeichen. Die Sonderzeichen würde ich jetzt mal hingehen und sagen, dieses kleine A bei Deutschland, macht man ein Ad rein, kann man sich gut merken. Und hier sind drei Es und ich mache hin und wieder mal für die Es auch eine 3 rein. Das heißt, jedes E, was hier drin ist, bekommt eine 3. Ihr könnt natürlich hingehen und sagen, ich lasse die Es, mache die Is eine 1 oder einen anderen Buchstaben oder mache einen Großbuchstabe rein, so wie ihr möchtet. Aber ihr seht einfach, wie einfach man eigentlich sich ein relativ komplexes Passwort erstellen kann, bisschen Kreativität. Ihr könnt auch einen längeren Satz nehmen und mehrere ja, spezielle Buchstaben reinmachen oder Zahlen. Deutschland 3, Argentinien 1. Einzige, was man sich da noch merken muss, alle Es eine 3 und das kleine A bei Deutschland ist eine Ed. Und das ist ein relativ sicheres Passwort. Ja, und ist natürlich auch nicht 100% sicher, aber vielleicht zu so 99, noch was sicher und auch gut merkbar. Passend zu der Weltmeisterschaft, wie vorhin auch gesagt. Ihr könnt auch einen anderen Satz nehmen. Und so einfach hat man dann ein relativ komplexes Passwort für diverse Plattformen ja, sich erstellt. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann.